Verpasst eine Spritze mit Homo Superius Stärke. Passt gut mit Kräften zusammen, die physischen Schaden anrichten. Ja, habe ich aber nur einmal drin. Ich dachte, das hier lohnt sich mehr für mich tatsächlich einfach. Ey, warte, runter im Text. Verbessert die Hand-Augen-Koordination auf übermenschliches Niveau und erhöht den Schaden. Aufgrund des heftigen Gesundheitszustandes sollte die NS-Veränderung an vorderster Front nicht eingesetzt werden. Tja, was wiederum widersprüchlich ist zu meiner Düsenkraft, wenn ich die einsetze. Die Frage ist auch, kann ich die beliebig dann nachher auswechseln? Bekomme ich dann noch, ich bekomme bestimmt noch neue zu, so eins, weil hier wird bestimmt alles vollgeklatscht werden irgendwann. Also man kann wohl davon ausgehen, dass ich jetzt noch so um die 7 dazu bekomme. Und hier habe ich plus 5% insgesamt. Hier habe ich plus 20% insgesamt, weil ich nichts Minus habe. Und hier habe ich 15% insgesamt dazu. Ich meine, so gesehen ist das hier schon das Beste. Weil es einfach mehr gut und weniger schlecht gibt, ne? Also völlig logisch, einfache Rechnung. Aha, wenn ich hier keine Hirnsachen benutzen würde, wäre das hier das Beste natürlich. Ich hätte nur mal alles davon. Und, ich mag eigentlich gerne einen Frontkämpfer haben, deswegen... Andererseits, weniger Schaden ist hier eigentlich gar nicht mal so schlimm, weil die ja eh bloß für die Statuseffekte da sind, ne? Nee, gar nicht wahr. Der nicht. Der hier nur. Die beiden. Der ist für den Schaden da. Ich nehm den, komm. Jetzt weißt du, wie sich wahre Macht anfühlt. Verdammt, da hab keine ich Scheife. Einfach keinen Malus bei. Hast du's kapiert? Dann geh da raus und tritt ein paar Leuten in den Arsch. Nee, okay. Was ist hier los? Am Kaffee saufen oder was? Nun gut, ich gehe wieder. Mehr gibt's hier nicht zu tun. Hoffentlich trotzdem kann ich dann noch ein bisschen mehr genauer nachher auf meinen Stil mich anpassen. Das wäre schon ganz gut. Kann ich jetzt on the fly meine Kräfte wechseln? Ja, ne? Ich meine, es wäre schon... Das mache ich ja nicht so oft tatsächlich. Gammastrahlen. Steht auch tatsächlich nicht da. Ach, guck mal, doch, der macht Verbrennung. Ach, guck mal, der macht Verbrennung. Ach, doch, der. Habe ich ja recht gehabt. Die Frage ist aber auch, ob dann die Verbrennung ebenfalls stärker oder schwächer wird, wenn Hirn runtergeht. Das ist jetzt nicht eindeutig gewesen. Kann ich das gegen irgendwas anderes austauschen? Das ist aber eine einzige Kraft, die noch so stark ist. Mächtigen Kraftschein, weil ich hier bei Schweinhusert. Ja, nee, ach. Das passt alles gar nicht mal so gut zusammen. Das brauche ich auch nicht. Ich weiß nicht, ich bleib erstmal, wie es ist. Alles nicht so optimal hier gerade für meinen Geschmack. Hab gerade was Neues DNS ausgerüstet. Selbstjustizler. Ja. Hey du, hier spricht Humankind. Hallo. Weißt du noch das Problem, bei dem du mir geholfen hast? Nein. Es ist wieder da. Komm bitte sofort zu meinem Haus, ja? Okay. Er ist schon wieder da, der böse Gegner. So, Nebenmissionen. Karte öffnen. Missionsliste anzeigen. Bam, bam, bam. Das ist jetzt die Hauptsache. Ist klar, Nebenprojekte. Kann ich ja noch nicht so wirklich weitermachen gerade. Ich geh's mal dahin. Also hier festlegen. So. Auch wenn es echt Quatsch, weil ich weiß, wo es hin muss, aber ist egal. Lass mich mal durch. Ich muss zu Humankind. Und ich will endlich den blöden Mysterion in meiner Gang. Ich will nicht wieder beim Kuhn sein. Mysterion! Ist hier noch was zum Lösen? Was vorher nicht ging? Aha, sieht gut aus. Tada, Übereinstimmung gefunden. Na dann, ab geht's, wirf mal um. Okay, packen wir es an. Yeah, und... Jetzt geht's ab. Yeah. Ja. Okay, tschüss. So, jetzt, muss ich das irgendwie runterhauen? Aha, zum Beispiel so. Hallo, Rucksack.
Und jetzt den Zeitfurz. Huh. Zack. Ich will noch höher hinaus. Da. Haha. Supernova-Anzug und Supernova-Handschuhe. So. Bärenfalle? Tut mir nichts. Ah, ich will nicht runterfallen. Und wieder auf Anfang. Also, bevor ich den Zeitwurz gemacht habe, meine ich. So, okay. Ich finde euch schon noch, Miezis. Oh oh. Muss mehr anwidern. Bam. Ach, verdammt, jetzt hab ich einen angewidert. Oh. Zu langsam gewesen. Ich wollte alle anwidern. Ach doch, zwei noch, immerhin. Ja, ja. Gerechtigkeit von oben. Müsst direkt Schaden nehmen. Oh. Bin ultra weit weg. Das ist ja jetzt unpraktisch. Tja. Nächster. Ich hab ein bisschen Blut. Ha-da-ba-da-ba-ba. Sika-Infekt. Ich nuckel an dir, das nuckelt für dich. Ja. Moment, will ich schon mal nicht haben. Ich muss ja eigentlich so früh wie möglich einsetzen, damit ich es nochmal einsetzen kann. Eigentlich das Sinnvollste an der ganzen Sache. Er ist fast tot, der Typ, der kann nichts mehr. Kann gar nichts mehr. Und Rückstoßschaden. Bam, bam. Die nächste Runde Saft geht auf mich, Captain. Doch nicht, ich wechsle es immer, verdammt. Oh oh. Aber nicht so schlimm. Ob er es überhaupt noch überlebt, weiß man nicht so genau. Doch, ja, er lebt noch. Langsam wird's kalt, sich zu ergeben. Echt jetzt? Echt? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Langsam wird's kalt, sich zu ergeben. Eieieiei. Du schaffst das! Ich will's hoffen, ich will's hoffen. Nee, nee, so, da so. Superkraft mit Superpower. Gute Nacht. Tschüss. Jetzt werde ich mein Ding an euch reinstecken. Oh, das lag falsch. Ja, ach, gar nicht der Rede wert. Oh. Damit könnte ich ihn sogar schon töten, wenn ich ordentlich treffe. Ah. Trotzdem. 2 von 3 hat gereicht. Yeah. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Werden sie nicht tun. Bin ich voll sicher. Zum Glück sind 6 Klässler nicht meine Schwäche. Haha. So, ein Kampf noch gegen solche Typen und ich habe einen neuen Artefaktplatz. Und dann bin ich den massiv überlegen. Ich meine, ich bin so schon nicht gerade dabei, Schwierigkeiten zu haben bei den Kämpfen, aber dennoch, ich bin ja gerne overpowered, wie ihr alle wisst. Das muss auch ein gewisser Spencer hören, der sagte, ey, muss auch schwer stellen, ein bisschen zu stark. Naja, ist es halt so. Kleine Freund Scott, damit er für dich sauschwere Sachen wie das hier umwirft. Ja, ist doch... Danke, Taudi. Das ist überhaupt nicht zu spät, die Info. Diabetes? Nein. Jawohl. Pio, bumm. Okay, bis später. Da hängt noch einiges dran. Guck mal, ach mal. Doppelt gut. Tweak and Craig. Umgekehrter Lotus. Bam. Koloss-Anzug. Koloss-Fäuste. Koloss-Gesicht. So. Danke. Und tschüss. Wieder was geschafft. Hier ist, glaube ich, alles soweit, ne? Keine Geheimnisse mehr. Einer rechts noch, oder bin ich hier richtig? Nee, einer rechts noch. Wo haben sich diese Scheißkatzen verkrochen? Achtung, fertig, Furz! Soll ich dir die Fresse polieren? Bam! Aha, alle erwischt, alle erwischt! Glaube ich, meine ich, denke ich. Oh, es sind 4. Immerhin muss 3. Trotzdem, 3 erwischt. Ihr seid das Essen. Sehr gut. Mach sie fertig, Saftsack. Jawohl. Jetzt hatte ich wieder Saftsack auf einmal. Eben war ich noch. Ich will wieder der Wunderarsch sein. Bam, bam, bam. Sehr gut, Wunderarsch. Ja, Wunderarsch ist besser. Nee. Nix da. Oh, hättest du diesen Zug gewollt, so ein Pech. So, der Bus Statusschaden. Sehr gut, sehr gut. Ja. Moskito auf Blutjagd! Bam, 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 bam.
echt Quatsch, jetzt zu machen. Die sind aber eh gleich tot nach der nächsten Runde. Dann soll ich lieber echt was Ordentliches machen. Wie das zum Beispiel. Dann ist er ganz weg. Frissen und weg. Was? Sechstklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Stimmt gar nicht. Das Gegenteil habe ich längst bewiesen. Haha. Ich geh dich wohl. Extra für dich. Die auch angewidert. Haha. Aber der ist Matsche. Puh. So. Das hat ihm die Puste geraubt. Ich weiß das. Wie jeder Moskito kann ich Kohlendioxid orten. Aha. Fällt mir gerade ein, könnt ihr eigentlich Captain Diabetes wieder rausnehmen aus seinem Team? Halb Drachen, halb Mensch, ganz Held! Wobei ich prinzipiell... ja, mit dem ganz gut fahre gerade. Los, Wunderarsch! Ich weiß schon nicht mehr, wer vorher drin gewesen ist. Bom, bom, bam, bam. Prügel für die Gerechtigkeit, sehr gut! Hat sich nicht verändert hier, tatsächlich, der Radius. Aber jetzt gedacht, doch, jetzt. Hat sich geändert, siehst du. Aber hier ist es hier nicht... Hä? Eigentlich müsste hier da auch noch was sein, aber ist nicht. Und trotzdem hier hin, sicherheitshalber. Saft, gib mir Kraft! Saft, gib mir Kraft. Finde ich gut. Diabetes-Regel, den Spruch merkt man sich am besten mal. Du solltest jetzt anfangen zu Diabeten. Ihr habt verloren! Diabeten. Oh. Autsch. Autsch, 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 autsch. So, und... Stufenaufstieg. Ein großer, fetter Platz. Oh, und danach kommt ein Riesenplatz, oder was? Piu, piu. Oh yeah. Noch mehr XP. So, direkt ausrüsten. Ich will noch übermächtiger werden. Bam. Zack. Nochmal, jetzt haben die alle viel mehr krass Gesundheit. Das ist ja Wahnsinn. Weil ich gerne mehr Statuseffektschaden hätte. P210. Ach mal. Ich kann natürlich jederzeit, wenn ich möchte, auswechseln. Das ist ja sehr gut. Das ist sehr gut. 198? Wird offenbar auch durch die Prozente da beeinflusst. Was wollte ich gerade machen? Was wollte ich noch machen? Genau, mein Verbündetenplan. Was habe ich denn noch so als andere Leute? Ja, nee. Hat zwar schön Attacke und so weiter, aber nee, brauche ich tatsächlich nicht unbedingt. Doch, ich glaube, man kann Captain Diabetes drin lassen. Besser als den Kuhn finde ich ihn auf jeden Fall. Schon weil es nicht der Kuhn ist. Also nicht den Kuhn, aber gegen Eric Cartman. Man, der ist auch gemein, der hat ja geschummelt hier, der hat alles gut. Brutet auch nichts Schlechtes zumindest. Er hat bloß zwei gute Sachen. Der hat drei gute Sachen. Er hat zwei geschummelt. Er hat... Gut, er hat sehr gute Sachen. Trotzdem. Das ist mal exakt gleich, siehst du. Nur, dass er ein bisschen passiver noch agieren kann mit seinen Sachen. Tja, ich bleib bei Captain Diabetes, glaube ich, dann. Der ist doch ein bisschen flexibler. Warte, bin ich schon richtig hier? Ja, bin ich. Bam. Mano. Die sind kaputt mit euch kaputten Dingern. So, klopf, klopf. Gut, dass du da bist. Hallo. Ach, ist er schon wieder da, ja? Ja, ich guck schon, ich guck schon. Im Hinterhof. Na, natürlich, wo sonst? Blub, blub. Bin wieder da. Kümmerst du dich bitte um ihn? Ja, Kyle, da ist das fiese Kind, das mich verprügelt hat. Ja, oh nein, haltet ihn auf. Keine Sorge, Kyle. Ich habe diese Supersensoren entwickelt, mit denen es für uns fast unmöglich ist, verprügelt zu werden. Oh. Ich muss mich raushalten. Mach bitte, bitte, dass er abhaut. Bereit für dein Ende, fieses Mobbing-Kind? Was? Ich bin kein Mobbing-Kind. Besiege den Human-Kite-Doppelgänger erneut. Diese Barriere ist wie das Rote Meer. Ohne Moses kommt ihr hier nicht durch. mal schauen, ob wir es hinkriegen. Tja. Hat er recht? Ich kann angreifen. Los geht. Okay, ich werde das noch. Nix da, du kommst nicht dran. Edge. Zug verweigert. Genau. Jetzt setzt was.
Und jetzt komm ich einfach durchgelaufen. Bam, weil ich so awesome bin. Diabetes fürchtet nichts. Hier, das gleiche mit dir auch nochmal. Da, bam, bam, bam. Nur, wieso hab ich jetzt... Moment, werden, warte, wieso ist jetzt... Achso, weil Kylie mitkämpfen darf, ja, okay. Was auch immer.